Morgen, liebe Medienvertreter, liebe Zuseher auf Facebook, es freut mich ganz besonders als freiheitlicher Parteiobmann, dass wir heute die Ortsgruppe Bozen, die neue, die jüngste Ortsgruppe der Freiheitlichen Partei, vorstellen dürfen. Es ist höchste Zeit, dass auch in der Landeshauptstadt wieder eine freiheitliche Kraft tätig ist. Und wir haben vor kurzem eben im Rahmen einer blauen Nacht diese Ortsgruppe gegründet. Die Beteiligung war sehr gut und wir haben einen starken und motivierten Ortsausschuss von 8 Personen. Die neu gewählten Ortsobleute sind Dr. Otto Malknecht und Dr. Dietlind Rottensteiner. Und ich möchte gleich das Wort an den neuen Ortsobmann übergeben. Bitte. Ja, danke. Also wir haben eine starke Gruppe. In den letzten Monaten hat sich das entwickelt. Wir sind jetzt schon ungefähr 50 Leute und es kamen laufend neue dazu. Deswegen haben wir auch einen relativ großen Vorstand für die Stadtpartei von 8 Personen. Und es sind sogar noch weitere, die mitarbeiten möchten. Bei uns sind Ärzte, Juristen, Freiberufler, Unternehmer, aber natürlich auch Beamte und Angestellte. Für uns Freiheitliche sind Eigenschaften wie Leistungsbereitschaft und Selbstverantwortung sehr wichtig. Wir haben aber auch ein Herz für die armen Bürger, deshalb nennen wir uns die soziale Heimatpartei. Auch deshalb sehen wir etwa die derzeitige ungezügelte Einwanderung kritisch, denn arme Mitbürger werden noch ärmer, wenn Sozialleistungen von Einwanderern abgeschöpft werden. Bei uns sind auch die Altersgruppen bunt gemischt. Vom 70-Jährigen bis zum 18-Jährigen ist alles dabei. Am stärksten ist aber die Gruppe der 30- bis 50-Jährigen, die mitten im Leben stehen, Familie und Beruf haben. Wir werden uns vor allem um Themen wie Einwanderung, Sicherheit und Sauberkeit im öffentlichen Raum, Wohnen, Schulden und Kindergärten kümmern. Dafür wollen wir Ansprechpartner und Stimme der Bozner Bürger sein. Bozen hat ja eine lange freiheitliche Tradition. Man denke nur an die Bürgermeister Josef Streiter und vor allem Julius Beratona, der einer der wichtigsten Exponenten der deutsch-freiheitlichen Partei in Tirol war. Unter den freiheitlichen Bürgermeistern ist Bozen aufgeblüht. Schulen, öffentliche Einrichtungen wurden gebaut, das Vereinsleben war lebendig und reich. Ich bewundere Julius Beratona und seine Leistungen sehr. Für mich als freiheitlicher Stadtparteiobmann ist er mein politisches Vorbild. Beratona war auch ein Mann des Ausgleiches und hat sich von Anfang an immer auch um die italienischen Mitbürger gekümmert, hat die als selbstverständlichen Teil der Stadt empfunden und so sehe ich das natürlich genauso. Nach dem Ersten Weltkrieg hat es in Bozen dann keine organisierten Freiheitlichen mehr gegeben, weil die Partei mit anderen deutschen Parteien in der damaligen Sammelpartei Deutscher Verband aufgegangen ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es dann die Südtiroler Volkspartei als Sammelpartei, bis sie diesen Charakter als Sammelpartei und Anspruch verloren hat. Deshalb ist für uns Freiheitliche jetzt wieder sehr viel Platz da und wir werden ihn einnehmen. Danke, Otto. Ja, ich finde, es ist sehr wichtig, dass es eine Ortsgruppe in Bozen von den Freiheitlichen gibt, auch um das Selbstbewusstsein der deutschsprachigen Minderheit in Bozen zu stärken. Wir können so die Probleme, die es in der Stadt gibt, direkt bei den Bürgern aufschnappen und ihnen einen Ansprechpartner bieten. Wir können gemeinsam Lösungen finden. Probleme gibt es viele. Wir sind zur Minderheit in unseren eigenen Kindergärten und Schulen geworden. Und allein dies wäre schon ein Grund gewesen, eine Ortsgruppe zu gründen. Es gibt aber auch noch viele andere Probleme. Zum Beispiel möchten wir uns dafür einsetzen, dass die Spielplätze verbessert werden, dass Hygienemängel gelöst werden. Zum Beispiel braucht es einfach viel mehr öffentliche Toiletten in der Altstadt für alle auf den Spielplätzen. Und ich bin sicher, dass wir die Probleme, die die Bürger an uns herantragen, auch lösen können.
seit 25 Jahren, also seit der Gründung der Partei, gibt es ja Bozner Freiheitliche, aber es hat eben sehr lange gedauert, bis wir jetzt mit so einem motivierten und starken Team auch organisatorisch als Partei in der Stadt auftreten können. Und ich gratuliere euch beiden ganz herzlich zu eurer Wahl in den Ortsgruppenvorstand bzw. als Ortsgruppenleiter, Obmann und dessen Stellvertreterin. Und ich wünsche euch weiterhin so viel Engagement, wie ihr es jetzt schon in den letzten Monaten an den Tag gelegt habt, und weiterhin so einen Zuwachs bei den Mitgliedern. Ich denke, dass die Ortsgruppe Bozen auch innerhalb der Partei eine besondere Rolle spielt. Es ist schließlich die Ortsgruppe der Landeshauptstadt. Ihr tragt sicherlich dazu bei, dass wir noch mehr in die Breite wachsen als Partei. Ich bin mir sicher, dass die Landeshauptstadt einfach deswegen auch eine wichtige und starke Ortsgruppe benötigt, da die Landeshauptstadt ganz andere Probleme bzw. Probleme viel intensiver spürt, als dies in den Landgemeinden der Fall ist, bzw. als die Probleme, die wir in den Landgemeinden sind in Bozen natürlich ganz verstärkt, wenn wir an den Verkehr, die Einwanderung oder auch nur die Verwaltung denken, die in Bozen herrscht, die Zustände, die es dort gibt. Da glaube ich, ist es wichtig, dass eine saubere freiheitliche Kraft dort auch mitmischt. Ich bedanke mich bei euch und möchte das Wort an unseren Generalsekretär Dr. Florian von Ach geben. Richtig, ja. Dankeschön auch von meiner Seite. Die besten Wünsche an die neu gegründete Ortsgruppe Bozen. Es hat mich als gebürtigen Bozener auch sehr gefreut, dass die Freiheitlichen nun auch offiziell hier vertreten sind. Und ich denke, dass von hier auch durchaus ein Signal ausgehen könnte. Und zwar ein Signal an andere Teile des Landes, wo auch sehr viele Menschen da sind, die, und das zeigen auch die Umfragen zum Beispiel des Arbeitsförderungsinstitutes, die freiheitliche Themen aufnehmen und als die ihren betrachten. Denn es sind genau diese Themen, die die Leute umtreiben. Es ist etwas, was wir uns zum Teil nicht gewünscht haben. Es ist nämlich deswegen geschehen, weil auf alle unsere Warnungen in den ganzen Jahren niemals eingegangen wurde. Es wurde nicht nur unsere Warnung in den Wind geschlagen, es wurde sogar mit Riesenschwung in genau die falsche Richtung vorgegangen. Und das führt uns zur heutigen Situation. Und nun ist es eben an der Zeit, dass das Volk auch seine Stimme vernehmbar erhebt. Und dies kann es sicherlich, eine Möglichkeit ist es, die zu wählen, aber sich auch bei denen zu engagieren, die diese Themen kommen gesehen haben und die immer davor gewarnt haben und die auch die Konzepte haben, um diese Probleme zu lösen. Das sind wir Freiheitlichen und wir freuen uns darüber. Wir freuen uns über unsere Bozner Ortsgruppe, die neu gegründet wird. Und ich bin sicher, wir können uns in sehr naher Zukunft noch über weitere Ortsgruppen freuen, die sich auch in anderen Teilen des Landes noch gründen werden. Dankeschön.